Heute geht es um die Phantombremsung. Wie dieser miese Trick funktioniert und wie sich so ein Vorfall abspielen kann, erfährst du jetzt. Hallo, ich bin Tom. Diesen Trick gibt es in ganz Europa, mehr dazu später. Jetzt erzähle ich dir erstmal die Geschichte von Karl und Hilde, wie es ihnen ergangen ist bei ihrer Fahrt durch Spanien. Es war ein sonniger Morgen im Jahr 2023, als Karl und Hilde, ein rüstiges Ehepaar aus Deutschland, in ihrem treuen Wohnmobil die spanische Autobahn A7 entlangfuhren. Sie waren auf dem Weg zu einem idyllischen Campingplatz an der Costa del Sol, um dort ihren wohlverdienten Ruhestand zu genießen. Die Landschaft zog an ihnen vorbei, während sie über vergangene Reisen plauderten und Pläne für die kommenden Tage schmiedeten. Doch ihre Gelassenheit sollte je unterbrochen werden. Plötzlich bremste der Wagen vor ihnen ohne ersichtlichen Grund stark ab. Karl, der am Steuer saß, reagierte blitzschnell, doch das schwere Wohnmobil ließ sich nicht so einfach manövrieren. Mit einem lauten Krachen prallten sie auf das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs. Der Fahrer des anderen Wagens stieg aus, ein Mann mittleren Alters, der sofort begann, seine Unschuld zu beteuern und Schadensersatz zu fordern. Karl und Hilde waren bestürzt. Sie hatten in all ihren Jahren auf der Straße noch nie einen Unfall gehabt. Die Polizei kam und es wurden Berichte geschrieben. Der Mann blieb bei seiner Geschichte, doch etwas an ihm kam Karl verdächtig vor. Er beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Nach einigen Wochen der Recherche und mit Hilfe eines findigen Anwalts kam die Wahrheit ans Licht. Der Mann war Teil einer Bande, die sich auf Versicherungsbetrug spezialisiert hatte. Die sogenannte Phantombremsung war ihre Masche. Das Gericht sprach Karl und Hilde später frei und der Betrüger wurde dann auch seiner gerechten Strafe zugeführt. Vor Ort setzte das Ehepaar seine Reise fort mit einer unglaublichen Geschichte im Gepäck, die sie noch oft am Lagerfeuer zum Besten gegeben haben. Das war eine fiktive Geschichte von tatsächlich vorkommenden Phantombremsungen in ganz Europa. Der Ablauf ist dabei immer sehr ähnlich. Neben dem Versicherungsbetrug wird ganz oft von den Touristen vor Ort eine Bargeldsumme verlangt, damit man die Sache einfach unter den Teppich kehren kann und weiter seines Weges fahren kann. Leider bezahlen immer noch viel zu viele Menschen dieses Bargeld, damit sie ihre Ruhe haben und dass sie keine Probleme im Ausland bekommen. Das ist aber das Falscheste, was man machen kann. Du solltest auf jeden Fall immer die Polizei anrufen und vor allem auch darauf achten, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also im Ausland am besten immer übertrieben viel Abstand lassen. Und wenn dir vor dir ein Fahrzeug verdächtig vorkommt, dann halte extra Abstand und versuch, den loszuwerden, vielleicht indem du in deinen LKW fährst oder vielleicht sogar an einer Parkbucht anhältst, damit du einen großen Abstand dazwischen kriegst, dass du nicht Opfer wärst. Ist ja nicht gesagt, dass das tatsächlich in dem Fall sein muss, aber du entgehst der Wahrscheinlichkeit. Ob in Italien, Spanien, Frankreich, Kroatien, Deutschland oder sonst wo in Europa, diese Masche wird tatsächlich in ganz Europa ziemlich jeden Tag durchgezogen. Opfer sind meistens ältere Herrschaften und fast immer ausländische Touristen, die sich nicht so auskennen, da wo man mit der Angst spielen kann, dass die keine Probleme haben wollen. Und sehr oft bevorzugte Opferfahrzeuge sind tatsächlich Wohnmobile und Autos mit Anhänger, meistens Wohnwagen. Ganz einfach, weil der Bremsweg dieser Fahrzeuge natürlich viel länger ist als der von dem PKW, der vorne rausfährt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Unfall tatsächlich auch passiert, ist sehr hoch. Solche Unfälle kommen auch an Ampeln vor. Der Täter fährt ganz normal vor einem her, macht dann die Vollbremsung, man fährt hinten drauf und der Täter behauptet dann, dass die Ampel rot war. Und dann ist Aussage gegen Aussage zwar, aber der Drauffahrende hat ja meistens Schuld, auch wenn die Ampel grün war. Das kann ja niemand beweisen. Die achten natürlich darauf, dass keine Zeugen in der Nähe sind. Dass man fährt so lange vor dem Fair, bis man eine Ampel kommt, wo weit und breit kein anderes Fahrzeug ist. Die Ampel ist grün,
da hinten dran denkt gar nicht dran, dass was passieren könnte. Dann Vollbremsung, Batsch. Ein Tipp von mir, besorgt euch eine Dashcam, wenn ihr keine habt. Die zeichnen mehrere Minuten vorher auf, je nachdem, was für ein Modell das ist. Und man kann damit eindeutig zum Beispiel diese Ampelgeschichte beweisen, wie es tatsächlich war. Ich habe in die Videobeschreibung mal einen Link gepackt. Die Dinger sind tatsächlich gar nicht so teuer, wie man denkt. Mein Ziel ist es, Vorfälle wie diese zu reduzieren. Und das geht natürlich nur mit eurer Hilfe, indem ihr dieses Video teilt oder den euren Freunden und Verwandten von diesen Maschen, die ich hier in den Videos erkläre, erzählt, damit die auch gewarnt sind. Weil mir geht es wahnsinnig auf den Sack, dass der schönste Urlaub ruiniert wird in tollen Ländern mit tollen Menschen und dass die alle so einen schlechten Ruf bekommen, nur weil es so ein paar Schafe gibt, ein paar schwarze Schafe gibt, die dort so einen Mist durchziehen. Aber natürlich, das gilt auch für Deutschland genauso. Hier gibt es diese Tricks ja leider auch zuhauf. Deswegen helft mir, teilt das Video oder erzählt euren Freunden und Verwandten, damit wir die Sache ein bisschen wenigstens reduziert kriegen. So, das war's schon. Ich bedanke mich. Bitte like das Video, abonniere den Kanal und mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao.